Einen wunderschönen Willkommen zu ja, einem schönen Spiel, und zwar Whispers of a Machine. Worum geht's eigentlich? Da lese ich meist gerne immer die ersten zwei, drei Zeilen von der Beschreibung über dieses Spiel bei Steam oder bei GOG. Übrigens gibt's bei Steam und bei GOG, ne? Vor. Und zwar Whispers of a Machine ist eine Sci-Fi-Nordic-Noir und erzählt die Geschichte von Vera, einer kybernetisch augmentierten Spezialagentin, die in einer Mordserie ermittelt. Mehr will ich gar nicht erzählen an der Stelle, weil ich glaube, man nimmt da einfach viel zu viel vorweg. Wir schauen mal hier, wie es aussieht. Einstellungen sollten soweit gut sein. Ich schau mal, wie das danach mit dem Ton ist. Deutsch, Englisch, Espanol, also Spanisch und Französisch ist das Spiel. Aber Ductile das aktiviert. Man sieht, es ist Pixelart, ne? Ich bin gespannt. Und Deutsch, ja, Untertitel, Sprachausgabe, Englisch. Das ist eine Budgetfrage. Ich denke, ich werde es weiter spielen, aber erstmal schauen wir uns das Ganze an und ich wünsche mal viel Spaß. Oh, achso, ich habe ja schon mal getestet. Ich lösche mal den Platz da oben und ich sage jetzt da erstellen und dann viel Spaß. Okay, speichert automatisch. Bitte nutze die Inhalte nach eigenem Ermessen. Ah, okay, zum Fortfahren klicken. Ich klicke. So, what's with the gloomy look? Left someone dear behind? Yeah. You could say that. Been there. So, Nord Sunday. You better buckle up. We've got some nasty weather coming in. I heard. Sadly, caring about storms is a luxury people in my line of work are rarely afforded. Oh, and what kind of work is that? Special agent. Violent crimes. Central Bureau. Well, shit. Shit. Okay. Whispers of a Machine. Werkstatthalle in Nordsund, 10.12 Uhr. You there. This is a restricted crime scene. Okay, was haben wir ja immer mit der Ruhe? Ich bin Sonderermittlerin England. Hallo, ich bin Vera, Ihre Vorgesetzte hat Ihnen von mir erzählt, oder? Oder Vera England, Zentralbüro. Ach, wir sind mal freundlich, ne? Hi there, I'm Vera. Your superior briefed you about me, right? Your agent England? Well, I'm Gabriel. So, Gabriel, murders are rare in places like this, right? You can say that again. Yeah, I get it. Mind telling me about the attack? The victim is Carl Oskarsson, age 33. Stabbed to death by an unknown assailant. He worked here as a carpenter and was found early this morning by a co-worker who was sitting over there by the window. Got it. Okay, er hatte sehr blutige Hände, ne? Also wahrscheinlich hat er versucht, wieder zu überleben. Tutorial Veras Persönlichkeit. Vera kann drei verschiedene Persönlichkeitsmerkmale weiterentwickeln. Einfühlsam, selbstbewusst, analytisch. Deine Entscheidungen wirken sich auf alle drei Merkmale im Verlauf der Geschichte und deine zur Verfügung stehenden Werkzeuge aus. Das Weiterentwickeln eines Merkmals schwächt die anderen beiden, also triff deine Entscheidung mit Bedacht. Da bin ich mal gespannt. Das heißt, wir können immer nur... Oder? Wenn wir mittig sind? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Sorry about the state of the crime scene. We're not used to this sort of thing. Sehen wir irgendwie, was das dann auswirkt hier? Okay, ich verstehe, aber trotzdem entspricht das nicht dem Standard. Folgen Sie meinem Beispiel, okay? Offensichtlich, das ist wahrscheinlich hier, ne? Offensichtlich hätte alles geräumt werden müssen. Sich von der Leiche fernzuhalten, hätte das Risiko der Verunreinigung von Beweismitteln verringert. Evidently, this entire room should have been evacuated. Staying clear of the body would have decreased the risk of contaminating evidence. Yeah, maybe we should have established a wider perimeter. Yes, I would highly advise that for next time. Got it. I'll strive to do better in the future. Good to hear. Now, give me a second while I examine the body. Sure, I'll be here.
Okay, wir dürfen jetzt wahrscheinlich den Körper begutachten. Tutorial, Veras Persönlichkeit nochmal. Diese Entscheidung hat Veras analytische Seite verstärkt. Es wird viele weitere Gelegenheiten wie diese geben, die jeweils ein Persönlichkeitsmerkmal auf Kosten der anderen beiden weiterentwickeln. Das ist natürlich unschön, wenn man nicht weiß, wie es ist. Also das heißt, man muss das aus dem Kontext der Antwort oder der Frage realisieren, ne? Okay. So, is this where you use your X-ray vision? My what? Come on, you have to be aware of the rumors. How agents like you are supposed to be equipped with some kind of advanced cybernetics? Und sagen wir einfach, ich bin gut in dem, was ich tue, dabei belassen wir es. Im Zentralbüro gibt es eine strenge Kein-Kommentar-Richtlinie, oder ich würde gerne darüber reden, Gabriel, aber das wäre ein Regelverstoß. Tut mir leid. I'd love to talk about that, Gabriel, but I'd be breaking the rules. Sorry. Okay. Verwende die linke Maustaste, um zu gehen und mit Objekten zu interagieren. Leertabulator-Taste halten, Objekte anzeigen. Oh, das ist gut. Objekte anzeigen ist immer super. So, ich muss mal hier auch kurz was weglegen. Geht das? Ja, das geht. Mit denen du interagieren kannst. Da bin ich mal gespannt. Achso, klicke einen Inventargegenstand an, um ihn zu untersuchen oder kombiniere ihn durch Ziehen und Ablegen mit anderen Objekten. Sehr, sehr, sehr gut. Sogar mit Text. Das finde ich sehr super. Ein alter Getränkeautomat. Looks pre-collapse, basically a glorified corner lamp. There's a coin slot on the side with a coin stuck in it. I can probably pull it out using some extra strength. Okay, können wir das machen? Warte mal. Looks pre-collapse. Haben wir. A row of personal lockers for the workers here. So, Spinde nach dort mit Extrakraft. Achso, wenn ich jetzt einen Muskelboost... Der Muskelboost erhöht vorübergehend deine Stärke. Wenn du vor Ablauf des Timers nicht mit deinem Ziel interagiert hast, benötigt es etwas Zeit zum Nachladen. Okay. Got the coin. Aha. Oh, das wird interessant. It's an old pre-collapse coin. No one would accept it as payment today. My picture of Alex. I miss him. Dein Notizbuch enthält zwei Abschnitte, Notizen und Personen. Mit einem Klick auf den Pfeil in der Ecke schaltest du zwischen ihnen um. Während der Dialoge kannst du deinem Gesprächspartner Inventargegenstände zeigen, indem du sie einfach anklickst. Aha. So, der Mord an Karl. I need to gather as much evidence as possible and try to get some kind of lead on the killer. Karl Oskarsson, murdered at age 33. He had a job as a carpenter in the Nordson Workshop Hall. Gabriel seems like a straight shooter. A competent, no bullshit cop. So, zum Schlafraum? Ach so, unser... My service pistol. It fires conventional projectiles using magnetic propulsion. It's loaded with 600 rounds of compressed alloy ammunition. 600 The battery is the limiting factor, lasting for about 80 shots in quick succession. Okay, so was haben wir hier? Ein Forensik-Scanner? Oh, bewege den Scanner per Ziehen und Ablegen durch die Linse, betrachtete Anomalien werden hell hervorgehoben. Der Scanner befindet sich nun im Modus Smart Scan und kann forensische Anomalien in der Umgebung aufspüren. Okay. Sah ich doch, seine Hände bluten. Okay, machen wir mal wieder aus. Was haben wir hier noch? Biometrieanalysator. Dein Biometrieanalysator erfasst automatisch Ziele in der Nähe. Oh. Du kannst auch auf das Schlosssymbol auf ein Ziel klicken, damit der Analysator die Verbindung beibehält. Die biometrische Ausgabe kann emotionale Anomalien während eines Gesprächs anzeigen. Klicke sie an, damit Vera von ihnen erfährt, bevor sie verschwinden. Oh, das klingt gut. Okay. All right, we've got multiple knife-sized stab wounds to the chest. I don't see a murder weapon, so I take it none was found at the scene? That's right. All knives and sharp tools in the building have been accounted for, too. It looks like the victim was attacked directly from the front. I don't see any major defense wounds, so this was either a surprise attack, or the victim knew the perpetrator. What about any potential suspects, Constable? Did Carl have enemies? None as far as we know. He seemed to be well-liked among the guys here, but the man who found him might know more. There was a photo in his chest pocket. Okay, was ist It's a bloody photograph of Carl and a young woman.
taken fairly recently by the look of it. He's holding hands with the woman, but I can't discern her face. Too much damage to the photo. She's wearing a brass necklace. Could be relevant. Nee, da ist nichts drauf. So, I already examined him. So, wir machen den mal hier an. Oder ist das, analysiere 100%. Menschliches Blutblut, Gruppe B, fehlende DS-Überschwemmung und aktuellen Träger. Muster weist auf postmortale Postmortem, huh? That would suggest that he likely only touched the body after death. Ah, so geht's auch. Okay. Gesammelte Scannerproben kommen in deinen Datenspeicher und können dem Scanner für eine gezielte Suche angefügt werden. Im Gegensatz zum Smart Scan ermöglichen Proben auf Funden in Bereichen mit hoher Kontamination, um beispielsweise bestimmte Fingerabdrücke in einen Raum voller anderer Abdrücke zu erfassen. Beachte bitte, dass du auf diese Weise keine neuen Proben findest. Verwende also auch den Modus Smart Scan. Aha. Klingenform. Übereinstimmung. Muster. Übereinstimmung DNS. So, Achso, wenn ich jetzt so mache. Übereinstimmung DNS. Also wissen wir auf alle Fälle, er hat ihn angefasst. In Klingenform? Da gibt es nichts, was klingenformmäßig wäre. Okay, Smart Scan wieder aktiv. Ich verstehe das Prinzip. Okay, super. Achso, warte mal. Gabriel, halt. Gabriel. Ja? Yeah? Kann ich das anschalten? Ja. Okay. I don't think he wants to talk. Ja, ja. What can you tell me about yourself? Not much to tell. I grew up here in Nordson, and all my family is here. The commissary is my uncle. He's always been the one who encouraged me to become a policeman. So, how long have you been a cop? 8 years now. Wow, 8? Must have started young. Yep, started as a trainee at age 16. I see. Okay, mehr möchte er nicht erzählen. Okay, that's all I need for now. Very well, Agent. Und dann hätte ich gern ihn jetzt hier. So, und ich kann jetzt hier aufs Ziel fixieren gehen. Ah, und ihn weiter. Er ist ängstlich. Wir reden erstmal mit ihm. Sei schnell und komm auf den Punkt. Anscheinend ist er nicht glücklich, darüber hier zu sein. Nimm dir Zeit, um den offenbar verzweifelten Mann zu trösten. Frag ihn zu Beginn nach seinen blutverschmierten Händen. Das Äußere kann täuschen. Wenn er schuldig ist, hätte er Zeit, sich eine Lüge auszudenken. Nee, wir haben ja festgestellt, es ist Postmortem. 2 Stunden nach dem Tod, ne? Hey there. What's your name? I'm Alfred. Carl's friend. Well, we were friends. Now he's gone. Are you doing okay? Do you have somebody to talk to after this? I'll be okay. Please just ask your questions so I can go home. Why don't you tell me about what happened this morning? Okay. I get up early for my morning smoke. I keep my smokes in my locker, so I came in here. I saw Carl lying in the corner. It was still kind of dark, so I thought he'd fallen and hurt himself. I ran over to him. That's when I noticed the blood, and I guess I was kind of in shock, so I tried to stop the bleeding, but then I felt how cold he was. I yelled for help. The guys came running, and then Josef, our foreman, sent someone to go get the police. Okay. When was the last time you saw Carl alive? Late last night, or around midnight. He stayed up with us playing cards, which is unusual. Unusual? How so? Well, it was rare for Carl to stick around in the evenings. He usually went out by himself. Oh. Do you know where he used to go? No idea. He didn't talk much about that. Maybe he went to the canteen to meet some friends. Mm-hmm. Anyway, Carl seemed a bit anxious last night. He seemed distracted. Got it. Thanks for the info. Okay. Can you tell me a little bit about Carl? Sure. I've known him since I started working here 4 years ago. We instantly hit it off. He had a great sense of humor. He used to be so cheerful, you know? Always kidding around, always with a smile on his face. But then about a year ago, something happened. He became absent-minded and humorless. I know people can change, but this came seemingly from nowhere. Huh. What do you think caused the shift?
no idea. Whatever it was, he wouldn't confide in me about it. What's your opinion on the policeman over there? Gabriel is a good man. He's been a cop in Nordsund for quite a while. Okay, die kennen sich. I don't need to show him that. Okay. Have a look at this picture. Do you know who the woman is? Yeah, that's just some old girlfriend of Carl's from ages ago. Is that so? It doesn't look that old. At least Carl looks about the same. Guess the guy aged well. Any other questions? Er ist eindeutig unaufrichtig. Ach, komm hier. Look, I got this job because I have great instincts, and I know that you were lying to me. Maybe you're doing it for a good reason, or to protect someone. But all I want is to catch Carl's murderer. If you had nothing to do with what happened, you need to come clean now, for both of your sakes. I'm sorry. I gave him a promise. The lady in the photo, Carl is still seeing her. Well, was, I suppose. Why wouldn't you tell me that from the beginning? It was a secret. Carl said they would both get in trouble if anybody knew. Why would they get into trouble? An affair? I didn't ask, but yeah, it could be. All right. Tell me everything you know about this woman. Carl said she lived somewhere north of town, but that's all I know. Okay, I believe you. Okay, das ist cool. Das ist mir gar nicht vorher aufgefallen. Ich habe ja einfach spontan gerade draufgedrückt, ja? Weil da stand Anomalie entdeckt und das war auswählbar. That's enough questions for now. Okay. Achso, A few more questions, if I may? No, that's private. No reason to show him. Okay, ich wollte bloß sicher gehen. Okay. So, Ziel lösen? Sehr gut. So, dann reden wir hier mit Ihnen nochmal. Gabriel. Yeah? Do you know who the woman in this photo is? Too hard to tell. Sorry. Do you know anything about a woman who was seeing Carl? I'm afraid not. I didn't know Carl myself. I don't need to know his opinion on... No, that's... Wow. You city police have some impressive hardware. Thanks. I don't see anything on your hip. That typical for Nordsund? Yes, we do have an armory, but it's barely used. Klingt gefährlich. Sie sollten Waffen tragen zum Schutz aller. Gut, fast jedes Problem kann im Dialog gelöst werden. Es ist vernünftig, wenn man die typische Anzahl an Gewaltverbrechen in einem kleinen Ort wie diesem berücksichtigt. Ach ja. Good. Nearly any problem can be solved with dialogue. That's easy for you to say, walking around with a hand cannon like that. Okay, das ging nicht richtig gut aus gerade. Gut. Okay, that's all I need for now. Very well, Agent. So, dann schauen wir mal. Wir haben hier einen Schlafraum. Da würde ich mal sagen, ich gehe mal zum Schlafraum. Hey, I'm gonna go check out the dorm. Where's Carl's bed? Turn left and then go straight. I left the light on so it'd be easy for you to find. Gotcha. Be right back. Okay, wir gehen erstmal mit dem Forensikanalysator. Der ist erstmal völlig unauffällig. Okay, der ist völlig unauffällig. Der dürfte nichts erkennen. Aber der müsste was erkennen, wenn es hier versteckte Leute gibt, ne? So, was haben wir denn hier? Wir haben eine Tasche. Die schaue ich mir mal an. Dirty laundry. Smells like machine oil. Both beds look recently used. Ja, wenn die hier gewohnt haben. Huh. Odd place for a ventilation duct. Den rupfen wir gleich mal raus. Pens and paper. Nothing out of the ordinary. Clean clothes and sheets. Nothing interesting. Pass mal auf, ich mach mal. I don't think extra strength helps there. Okay. Huh. Odd place for a ventilation. Sheets.
scheint aber... Oh. Übereinstimmung. Fingerabdrücke. Huh. There are a lot of prints around a panel on the air duct. Oh, ich ahne was. The panel is screwed on tight. I'll need some way of getting it loose. Ach so, warte mal. I think I have what I need to open the vent. Sie sagt das auch noch. Das ist super. It's an old pre-collapse coin. Ach nee, ich muss ja ziehen, ne? Genau. So. There was a small key hidden inside the duct. Das ist ja cool. A small, unique-looking key. So, wo könnte denn sowas sein? Wir haben hier eine Kiste, aber da wird da nichts zugehören. Nope, that lock is way larger than this key. Dann wird es wahrscheinlich... es gibt eine Schnellbewegung. Es gibt eine Schnellbewegung, super. Ah, warte mal, ein Spind, wa? I could, but I don't know which locker belongs to the victim. Okay, das kriegen wir raus, hier. Wir fragen einfach Alfred. Any idea of what this key opens? Nope, haven't seen a key like that before. A few more questions, if I may. So, warte mal. Not while we're talking. So, den erstmal wieder an. Hey, do you know which one of these lockers belongs to Carl? Yeah, it's number two. Second from the left. Okay, I'll check it out. Is there an extra key for it somewhere? I don't think so. As far as I know, Carl had the only one. Und jetzt haben wir ihn. That's enough questions for now. Okay, das Spiel ist sehr entspannt, muss ich mal bis dato sagen. So, jetzt haben wir hier Carl Spind und ich glaube... Doesn't fit. Guess it's for something else. Jeez, try not to wreck the place. No reason for alarm. I just needed to get this locker open. Oh, vielleicht hätte ich doch den Schlüssel finden sollen. So, was haben wir denn hier? Stiefel? A pair of large boots with dirt under them. Okay, das, ja, Forensik-Scanner. Boden enthält Spuren seltener Flora, echter Safran. I'm nearly finished here, but I don't think I checked the locker very thoroughly. Maybe I should have another look. Okay, da ist nichts weiter. There was a piece of paper in one of the inner pockets. I think I'm almost done here. I should just talk to Gabriel before I go. A pair of large boots with dirt under them. Ich finde es gut, dass sie zumindest sagt, oh, wir haben hier, glaube ich, alles gefunden. The note looks like it was written by a woman. It reads, Hi, Doofus. You're registered now. Go try it out. Remember how you totally flipped the day I first came to Nordsund? Kisses. Das ist, glaube ich, ein Code gewesen, ne? Verdreht oder flipped. Hey, I think I'm done here. Oh, okay. Mind sharing your findings? It seems like the murder could be tied to a secret relationship Carl had with a woman. But I'm leaving all options open. Sounds reasonable. Do you have a lead to follow up on? Yes. I have reason to believe that Carl recently passed through an area with saffron plants somewhere in Nordsund. Maybe I can correlate that with Carl's movements to the north of town when seeing that woman. Good. Meanwhile, we'll transport the body to the morgue and have an autopsy performed as soon as possible. Do you want us to keep the area sealed off? No need. I'm done here and won't come back. You can let the men get back to work. Very well. I'll let them know. By the way, how do I get to the police station from here? Just head straight east outside. You'll see it. Got it. See you later. Okay, see you later. Ich glaube, das ist ein guter Punkt an der Stelle, um zu sagen, wir machen hier ein Folgenpäuschen. Ich werde es weiterspielen. Es sieht gut aus. Es hat sehr gute, einfache Sprache, muss man dazu sagen. Also für mich ist es relativ leicht, auch das der englische O-Ton zu verstehen. Und die Untertitel passen bisher und auch das Spielprinzip passt bisher ganz gut. Was ist das hier eigentlich? Ah, wie wir uns...
Was ist das hier? Ah, okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, euer Firefox.